Sie gilt als Juwel des mittelschwäbischen Rokoko und vor kurzem wurde ihr 250-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Stephanskirche in Deisenhausen bildet den Mittelpunkt der 1500-Seelengemeinde in der Nähe von Krumbach. Der Bau der Kirche Mitte des 18. Jahrhunderts war für die Einwohner damals eine große, vor allem finanzielle Herausforderung. Deisenhausen hatte im Gegensatz zu den umliegenden Orten keine Herrschaft über sich, die finanzkräftig war, um so einen Bau finanzieren zu können. Durch die Erbschaft, die man von einem Pfarrer bekommen hat, war es dann möglich zu bauen. Allerdings, als die Kirche dann vollendet war im Jahr 1766, war man pleite. Es ging sogar so weit, dass man sich 10 Jahre lang keinen eigenen Pfarrer mehr leisten konnte. Also es musste vom Nachbarort vikariert werden, was damals nicht unbedingt gerade üblich war. Aber die Kirche ist so zustande gekommen, wie sie heute dasteht. Was heute beeindruckend und innovativ aussieht, war damals dem Geldmangel geschuldet. Die beiden Seitenaltäre sind nur gemalt. Der Hauptaltar wurde aus der Kirche Maria Baumgärtle nach Deisenhausen versetzt. Im Mittelpunkt der Kirche steht aber damals wie heute das Leben und Sterben des heiligen Stephanus. Es ist eine Stephanuskirche und der heilige Stephanus ist ja der Erste, den es das Leben gekostet hat, dass er für Christus eingestanden ist. Er ist ja der Prototyp des Märtyrers, der Erzmärtyrer. Und so ist die Kirche vor allem natürlich eine Stephanuskirche, die das Leben, das Sterben des heiligen Stephanus erzählt. Vor allem im Chorraum, da sieht man das Martyrium des Stephanus, wie er im Tod den Himmel offen sieht. Und der offene Himmel, das ist ja das Anliegen jeder Barockkirche, vor allem den Himmel und die Erde zusammenzubringen. Der offene Himmel, der wird in jeder Messe, in jedem Sakrament, das gespendet wird, neue Wirklichkeit. Und so ist gerade der offene Himmel, den der Stephanus sieht, auch unsere Vision, die wir als Christen haben. Um den Erhalt der Stephanskirche kümmert sich Kirchenpfleger Franz Hopfensitz zusammen mit engagierten Mitgliedern der Pfarrei. Sie gründeten vor knapp 30 Jahren einen Förderverein, der bisher rund 500.000 Euro in die Stabilisierung des Turms, die Innen- und Außenrenovierung, das Dach und die Orgel gesteckt hat. Ich habe die Kirche im Lauf der Jahre einfach lieb gewonnen und ich finde, dass es notwendig ist, dass Kirchen dieser Qualität zum einen natürlich für die gottesdienstlichen Belange und seelsorgerischen Aufgaben, zum anderen aber auch als Kunstwerke erhalten werden. Und das ist für mich ein Grund gewesen, mich hier zu engagieren. St. Stephan in Deisenhausen ist eine Weihnachtskirche. Allerdings ist auf den Fresken nicht nur die Idylle und das Harmonische der Feier von Christi Geburt zu finden. Vielmehr zeigen die Bilder auch eine andere Seite der Ereignisse vor rund 2000 Jahren. An der Empore, in den kleinen Fresken, da sehen wir aber eben auch die gefährliche Seite von Weihnachten. Zum einen den Traum des Josef, also Gott rettet seinen Sohn durch ganz natürliche Vorgänge, nicht durch große Visionen eben, sondern durch die entsprechenden Inspirationen, durch die kleine innere Stimme. Wir sehen die Flucht nach Ägypten, Gott rettet seinen Sohn wieder und wir sehen den Kindermord von Bethlehem, eben auch die harte Seite von Weihnachten, das Gefährliche, das es bedeutet, wenn man sich zu Christus bekennt. Das ist ja bis heute so geblieben. Standhaftigkeit und Mut zeichneten den ersten Märtyrer der Geschichte aus. Die Kirche in Deisenhausen erzählt diese Geschichte in vielen bemerkenswerten Bildern. Ich mag an der Kirche die kleinen Details, vor allem die auch in der Erzählfreude des Freskanten zum Ausdruck gekommen sind. Gerade wenn man schaut bei der Flucht nach Ägypten zum Beispiel, wie da das Jesuskind an der heidnischen Göttin vorbeiläuft, wie dann sofort der Kopf vom Sockel fliegt. Auch das kleine Detail, wie bei der Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Priester, wie da die Schriftgelehrten, denen sieht man ihre Wut förmlich an, wie sie da auf den Boden stampfen, vor allem den Herrn mit der Brille, den finde ich sehr nett, denn die hat es ja zu seinen Lebzeiten sicher so noch nicht gegeben, aber er wird eben dadurch als Gelehrter auch vorgestellt.
Zu entdecken gibt es in der Weihnachtskirche St. Stephan also viel. Ob es die Architektur des Baumeisters Josef Dossenberger oder die kongenialen Fresken von Johann Baptist Enderle sind. Das Juwel des mittelschwäbischen Rokoko hat diesen Namen in jedem Fall verdient. Was hier vor über 250 Jahren unter großen Mühen geschaffen wurde, gibt seither ein bleibendes Zeugnis für den Glauben und für die Verehrung des heiligen Stephan in der Gemeinde Deisenhausen.